Ich fange jetzt mal an hier mit meinem kleinen neuen Eintages-Wohnwagen. Kameramann ist heute mal René. Hat sich mal bereit erklärt. Richtig. Und ja, ich habe jetzt hier mal die Bodenplatte liegen. Die ist 94 mal 220. Weil das jetzt ein Bodenlieger ist, also ich habe hier keinen Bettkasten, wollte ich hier vorne wenigstens noch ein kleines Abteil machen, weil ich habe gemerkt, mich stört es, wenn ich dreckige, nasse Sachen in den Innenraum nehmen muss. Und da wollte ich jetzt hier irgendwo was vorsehen, wo ich zum Beispiel die Stützen, wenn die nass sind. Also ich habe ja bloß diese Styroporklötze, dass sie da rein können, dass ich das nicht irgendwo mit reinnehmen muss. Oder Schuhe oder irgendwas oder nasse Handtücher. Da kommt bestimmt einiges zusammen. Oder man hat mal Müll, den man irgendwo aufsammelt und mitnimmt, um es in der nächsten Tonne zu entsorgen, dass ich hier irgendwo ein Außenfach habe. Und das wird dann wohl hier hinten sein. Also die hohe Seite ist vorn, das ist vorn. Und in der niedrigen Spitze hinten mache ich da noch mal ein zusätzliches Fach rein. Jo. Jetzt geht es erstmal ans Aussägen hier von den Radhäusern. Die werden ziemlich flach, weil ich habe, wo habe ich jetzt die Achsen? Hier, ich habe diese Ansteckräder. Die bauen bloß 7 cm breit, also reicht mir hier 8 cm. Also ab hier ungefähr geht dann der Radkasten los. Könntest du auf 7,5 machen, aber drauf geschissen, auf den halben Zentimeter. Die Achse muss noch leichtlich verbreitert werden. Jetzt mal hier als Besonderheit. Muss man nicht machen. Also wer sowas nachbauen will, der kann ja den Wagen so breit machen, wie er will. Jo. So, ich mache schon mal Probeliegen in meinem fast fertigen Wohnwagen. Nee, es geht darum. Also das ist die hohe Seite vom Wohnwagen. Der ist 2,20 lang. Das heißt, hier hinten, hinter meinen Füßen, mache ich dann dieses Außenfach. Weil der hier hinten dann quasi so ansteigt, habe ich damit auch mehr Raumhöhe, wenn ich das mehr an den hohen Teil verlagere. Und dann kommt eben in die Heckspitze, kommt dann dieses Staufach rein. Und über die Füße kannst du ja dann nochmal ein Regal machen. Das haben ja die meisten, die so gebaut sind. Also über die Füße und hier an Seiten kommt dann nochmal Regal hin. Also wie ihr seht, ist ja schon fast fertig, ne? Ja. Ne? Ich habe jetzt hier gleich zwei Platten. Das wären die zwei Seiten. Und die werde ich jetzt auch gleichzeitig ausschneiden, zusammen. Damit die nicht verrutschen. Ich verlasse mich da auch nicht auf Zwingen, sondern ich nehme hier meinen Akkuschrauber und mache ein paar von diesen ganz kleinen Edelstahlschrauben rein, die ich immer benutze. Und dann kann das in keinster Weise mehr irgendwo hin. Dass das schön fixiert. Ja, jetzt werden die beiden Platten zusammengeschraubt, dass er sie dann vernünftig zusammen aussägen oder zurechtsägen kann. Genau. Und die Schrauben mache ich sinnigerweise da, wo dann später sowieso geschraubt wird. Also Ja. ein paar Millimeter vom Rand. Wo später sowieso eine Holzleiste hinkommt. Ach, scheiße, verrutscht. Ja, das bin ich. Oh ja, die sind ziemlich genau 50. Ich werde den Radbogen für 52, also kannst du dann noch dickere Räder aufziehen. Ich denke, was Sebastian hatte, die 240er, die haben bestimmt 52 oder sogar mehr. Ja, also 26er Radius. Genau. Kai ist jetzt gerade dabei, die Radausschnitte zu machen Genau, bei es den geht um die Seitenteilen. Radausschnitte. Es geht um die Radausschnitte. Machen wir ein bisschen Werbung, Produktplacement. Hier, mein Hightech-Zirkel. Aha. Mein Hightech-Zirkel, jetzt hier fest, Schraube. Besser als lasergestützt. Was habe ich jetzt gesagt? 52, also müssen wir 26 machen. Gut. Dann machen wir nochmal ein Schräubilein. Und das musst du euch gucken. Ja, und nun? Aha, wunderbar. Guck. Wenn der lang genug kratzt, brauchst du gar nicht mehr sägen. Guck mal hier, wie schön das aussieht.
Jetzt da. Wir müssen dann ja jede Menge Löcher rein, also für Schraubenpositionen. Das mache ich eigentlich auch immer gleich. Also wenn die jetzt hier aufeinander geheftet sind, dass du gleich alle Löcher, die du später für die Schrauben brauchst, gleich komplett anzeichnest und durch beide Platten durchbohrst. Das spart am Ende einen Haufen Arbeit, wenn du es dann montierst. Mhm. Die Kantenleisten hier und so, also hier für die Schotten, ja. Die Kantenleisten, das ist ganz gut, das alles vorher zu machen. Aber gerade Linien sind für mich Neuland. Bisher war ja alles immer irgendwo geschwungen. Wie lange haben wir bis jetzt gebraucht? Ganz ehrlich? Halbe Stunde? Nee, war schon ein bisschen mehr. Können mich Leute verarschen. Aber ist nicht anderthalb Stunden jetzt für die Bodenplatte und das. Jetzt würde ich dann hier jetzt die Schraubenlöcher alle machen. Dann werden an die zwei, das sind jetzt zwei Hälften, die liegen ja hier aufeinander, schon die Leisten montieren, also die ran müssen. Dann werde ich die nochmal aufeinander heften und mit dem Bandschleifer komplett auf selbes Maß bringen. Mhm. Und dann können wir das quasi schon an die Bodenplatte schrauben, dann Vorder- und Rückplatte machen. Ja, dann ist der Kasten schon fast fertig. Welcher Schritt ist jetzt als nächstes dran, lieber ich Kai? Ich reiße jetzt die ganzen Schraubenbohrlöcher an. So, die kommen ja nur ganz knapp an den Rand. Also ich bohre das nicht, sondern ich mache das nur mit einer Schraube. Da kommen jetzt die Leisten dran. Da kommen die Leisten dran. Ich will ja auch wissen, wie das geht, lieber Kai. So. Ich habe jetzt aber 10 cm eine Bohrung gemacht. Aha. So, hier machen wir nicht ganz. Gut, also hier habe ich jetzt quasi angezeichnet, also hier hinten haben wir ein kleines Staufach. Da mache ich dann eine Klappe ins Heck. Und dann hast du hier, ja, wie hoch ist das jetzt? 60? Bisschen mehr als 60, 66. Hast du dann hier ein Staufach, wo du alles Mögliche reinschmeißen kannst. Quasi als Kontergewicht für die etwas weit hinten liegende Achse. Also die ist jetzt 20 cm aus der Mitte rausgerutscht, nach hinten. Eigentlich ein bisschen viel, normal sagt man 10 cm, ne? Mhm. So, also wir haben jetzt die Seiten größtenteils ausgeschnitten, vorgebohrt, angerissen. Hier ist die Bodenplatte. Die ist jetzt noch nicht vorgebohrt und wir haben jetzt so 2,5 Stunden. Jetzt fahren wir erstmal im Baumarkt Leisten holen. Genau, wir holen Leisten, weil sonst schaffen wir das Zeitlimit nicht. Ja, und dann machen wir nachher weiter. Genau. Die Leisten? Die Leisten hier sind 14 mm, das sieht eigentlich wenig aus. Wenn du dir andere Bauweisen anguckst, dann machen die immer wenigstens Dachlatten. Und die kommen jetzt ringsrum? Die kommen ringsrum. Das Ding ist, das sind ja nur Eckverbinder und die eigentliche Stabilität kommt durch die Platten. Aha. Das sind immer die Leute, die bauen einen übelst überdimensionierten Rahmen und schrauben dann Platten dran, die das eigentlich von alleine gehalten hätten. Also so nach der Bauweise ist ja mein ganzes Velocar gebaut. Ist ja auch nicht auseinandergefallen. Ja. Ne? Jetzt die 60 Kilometer nach Münchendorf. An den Leim denn? Ja, und geschraubt. Jetzt an oder aus? Jetzt ist an. Jetzt ist an. Prost euch hin. Prost, ist um 9. Wir hören uns erstmal auf. Ich habe jetzt hier angefangen, die Leisten schon zu verschrauben. Wir sind jetzt 4 Stunden im Bau. Also in der Bauzeit drin. Ja, und die Frage ist eben, was ist jetzt ein Tag? Definiert man den als 24 Stunden? Das sind natürlich eher 3 Arbeitstage, aber ich denke nicht, dass ich so lange brauche. Ich rechne mal als optimistisch mit 12 Arbeitsstunden. Mhm, ja. Wenn wir uns beeilen. Ja. Ja, ich muss morgen nochmal zum Arzt, nochmal nach dem Auge gucken lassen. Mit dem Auto zum TÜV. Also die Arbeitszeit, die wird morgen auch nochmal zerstückelt. Also ich rechne jetzt wirklich nur die reinen Stunden, die ich hier dran werkele. Ja. Alles klar. Gutes Nächtle. Bis morgen.